Borussia Dortmund schon jetzt in Topform. Damit ein ganz herzliches Hallo zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Sparta Prag. Live hier aus dem Stadion in Essen. Zwei Europa-League-Teilnehmer im direkten Duell. Für Borussia Dortmund ist es der letzte Test vor dem Bundesliga-Rückrundenstart am Samstagabend in Gladbach. Und in der Hinrunde stand Schwarz-Gelb ja vor allem für Torspektakel. Und genauso sollte es im Trainingslager in Dubai weitergehen. Zwei Testspiele standen auf dem Programm, beide gewonnen und das erste gegen Eintracht Frankfurt. Fasst Oliver Forster jetzt für Sie zusammen. Armin Fee, der Frankfurter Trainer, und Thomas Tuchel auf der anderen Seite von Borussia Dortmund. Tolles Testspiel also in Dubai, zweier ganz bekannter Traditionsmannschaften. Der zweite aus der Bundesliga mit Mkhitaryan und dessen Pfostenschuss in der 23. Spielminute. Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit das bessere Team gegen teilweise überforderte Frankfurter. Dann regt sich Fee auf, weil es einen Elfmeter gibt nach einem Foul von Stendera an Reus. Ein leichtes Zupfen, leichtes Halten, etwas übertrieben. Der Strafstoß pfiff und dann macht es Gündogan aber ganz souverän. Erzielt in der 39. Minute das 1:0 für Borussia Dortmund. Der Mond über Dubai, schöne Bilder, und die Frankfurter dann mit Fehlern in der zweiten Halbzeit. Kamen da nicht raus zu Beginn des zweiten Durchgangs und Ramos profitierte mit dem 2:0. So ein Müll, sagt Fee draußen, nachdem seine Abwehr da gepatzt hatte. Und sie patzten weiter. Radetzky mit dem Fehler. Nächste Einladung für Borussia Dortmund. Und Kagawa macht nach etwas mehr als einer Stunde das 3:0 für die Dortmunder. Diese Fehler der Frankfurter dürfen natürlich nicht sein. Sie machten es den Dortmundern, die die Mannschaft auf 9 Positionen verändert hatten in der zweiten Halbzeit, viel zu leicht. Noch einmal der BVB. Nächste Gelegenheit. Da war es ein Lattenschuss von Stenzel, einem der Youngsters, die eingesetzt wurden bei dieser Partie. Dann Groß mit Problemen und Ramos konnte das ausnutzen, läuft Medojevic weg und macht in Minute 68 den vierten Treffer für Borussia Dortmund. Standesgemäß des Meisterschaftsmitfavoriten gegen den Abstiegskandidaten aus der Bundesliga. Die Frankfurter aber auch mit Aluminium. Marco Fabian war es dann, der den Ball hier an die Latte knallte. Und da kommt dann Csakpa noch einmal, Subotić dazwischen, wieder Latte. Es blieb am Ende beim 4:0 für Borussia Dortmund, auch wenn die Hessen am Ende durchaus einen Treffer verdient gehabt hätten. Und im Trainingslager in Dubai stand noch ein weiterer Test an gegen den südkoreanischen Meister Jeonbuk. Und auch hier, Hartwig Töne, zeigte sich die Borussia in Frühform. Zum Abschluss des Trainingslagers in Dubai ging es für Thomas Tuchel und den BVB gegen den südkoreanischen Meister Jeonbuk FC. Und es begann gut für die Schwarz-Gelben. 14 Minuten, Doppelpass Reus und Aubameyang. Marco Reus, ein Schlenker. 1:0 für den BVB. Der Blitzstart für den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Klasse abgeschlossen mit diesem platzierten Linksschuss von Marco Reus. Aber auch die Koreaner zeigten kurz darauf, dass sie Fußball spielen können. Gute Flanke zur Mitte und dann 1:1 in der 10. Minute durch Lee Dong-guk, der erfahrene Offensivmann bei den Südkoreanern, der 36-Jährige. Ins lange Eck, keine Chance für Roman Weidenfeller. Kurz vor der Halbzeitpause, dann wieder Dortmund, Mkhitaryan. Team im ersten Durchgang belohnte sich für eine ansprechende Leistung kurz vor der Halbzeitpause. 2:1. Danach wurde kräftig durchgewechselt. Thomas Tuchel tauschte fast die komplette Elf aus. Und kurz nach Wiederbeginn dann das 3:1. Leitner mit dem Auge für Joe. Durch die Hosenträger von Torhüter Sun Tae, der Südkoreaner in Diensten des BVB, mit einem Treffer gegen seine Landsleute. Und dann in der 90. Minute noch ein Highlight aus Sicht der Schwarz-Gelben. Kagawa mit dem Auge für Christian Pulisic, der 17-jährige Amerikaner.
Amerikaner das Nachwuchstalent mit dem Endstand. 4:1 gewinnt der BVB gegen Jeonbuk FC zum Abschluss des Trainingslagers in Dubai und kehrt damit mit einem guten Gefühl nach Deutschland zurück. Zusammenfassend kann man sagen, Borussia Dortmund macht genauso weiter wie in der Hinrunde. Viele, viele Tore haben wir ja gesehen von Borussia Dortmund. Ich kann das mal nochmal in der Statistik zusammenfassen. In allen drei Wettbewerben den eigenen Ballbesitz deutlich erhöht und zusammen 84 Tore geschossen. Das ist europaweit ein Spitzenwert. Und dieser Mann hat das Team dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Herzliches Hallo an den Trainer Thomas Tuchel. Wir haben uns gerade noch mal die beiden Zusammenfassungen der Testspiele im Trainingslager in Dubai angeschaut. Ja, was war das Fazit? Das wollte ich Sie gerade fragen. So. Wir haben viele Tore gesehen, uns hat Spaß gemacht. Ja, ja. War gut für das, wie intensiv wir trainiert haben. Und waren das sehr gute Spiele. Und wir haben sehr schnell daran angeknüpft, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb waren wir sehr zufrieden. Schnell auch wieder an die Platz- und Kälteverhältnisse hier in Deutschland gewöhnt? Ja, was bleibt einem anderes übrig? Als sich schnell daran zu gewöhnen, warm anzuziehen. Und ich habe gerade schon erzählt, dass der Ballbesitz deutlich erhöht wurde. Unter Ihnen 84 Tore in allen drei Wettbewerben haben Sie in der Hinrunde geschossen. Was sind mit solchen Ausgangssituationen die Ziele für die Rückrunde? Ja, das Ziel war jetzt schon, uns auch von dem ganzen Lob auch frei zu machen und die Haltung wieder zu entwickeln, die nötig ist, um das auch zu bestätigen. Wir haben ja unsere eigenen Ansprüche und die teilweise auch natürlich immer weiter nach oben verschoben mit diesen Quoten. Aber es gibt in dem Spiel, das ist so komplex, immer was zu verbessern. Das heißt, wir bleiben in allen Bereichen dran. Und es war jetzt wichtig, so neu zu uns zu finden, eine neue Einstellung zu finden zur Arbeit und da einen neuen Biss zu entwickeln. Und das haben wir ganz gut geschafft bisher. Reichen die Ziele so weit, dass man sagen kann, man greift vielleicht nochmal die Meisterschaft an? Ihr Top-Torjäger Aubameyang, der ist ja fest davon überzeugt, dass die Bayern die Meisterschaft nicht verteidigen können. Ja, und das ist ja dann auch legitim, wenn das seine Meinung ist, darf er die auch äußern. Allerdings wird auch er den Weg mit jedem Schritt mitgehen müssen mit uns und tut das auch sehr fleißig. Und deshalb macht's. Wir wollen jedes Spiel angreifen. Das nächste, das wir sehr ernst nehmen, ist hier und dort, wo es dann natürlich auch sofort um Punkte geht, ist am Samstag sehr schwer in Gladbach und die Reise kann nur Schritt für Schritt zu Ende gebracht werden. Und Sie haben ja auch kein Hehl daraus gemacht, dass Sie sich noch zwei Spieler wünschen als Verstärkung für die Rückrunde. Jetzt stand in den Gazetten heute überall der Name Yunus Mali, den Sie ja nun auch noch sehr gut kennen aus Ihrer Zeit in Mainz. Was können Sie uns denn vermelden? Leider gar nichts. So, deshalb, Sie müssen sich überraschen lassen. Und es ist so, dass wir so das Niveau, das wir haben, sehr schwer auch zum einen zu finden ist. Und wir natürlich auch sehr viel Wert darauf legen, dass der Charakter auch zu uns passt. Aber gleichzeitig haben wir den Anspruch, unsere enge Gruppe weiter zu verstärken und dieses Niveau drin zu halten im Training, uns gegenseitig da auch immer weiter zu fordern. Deshalb ist alles möglich. Aber dann bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei Mali. Sie kennen ihn, wie gesagt, sehr gut aus Mainz. Ist es eine Art Wunschspieler von Ihnen und woran hapert es denn dann noch? Nein, gibt keine Wunschspieler von mir und Wunschspieler des Sportdirektors und so weiter, sondern wenn wir was machen, dann sind wir alle überzeugt. Und wenn wir nicht 100% überzeugt sind, werden wir uns auch erlauben, nichts zu machen. Aber also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Sie müssen sich gedulden, ja. Na gut, dann schauen wir noch ganz schnell aufs Spiel heute gegen Sparta Prag. Schalke ist in der Europa League Gruppenphase zweimal nicht über einen Unentschieden hinausgekommen. Ist das ein Gegner auf Augenhöhe oder sagt man doch, Sie sind eigentlich der klare Favorit heute? Ja, ist nicht so interessant eigentlich, ob wir Favorit sind oder nicht. Wir wollen es auf jeden Fall gewinnen und trauen uns auch zu, heute dominant zu spielen und das Spiel für uns zu entscheiden. Wir fühlen uns auf jeden Fall bereit dafür, aber das ist klar, so europäisches Niveau und internationales Freundschaftsspiel macht großen Spaß. Stadion ist schön, Platz ist, glaube ich, ganz okay bespielbar. Und deshalb, Sie haben es ja selber gesagt, wir müssen uns an die Witterung gewöhnen, an die neuen Plätze gewöhnen und wir müssen schauen, dass unser eigenes Tempo vorliegen und es gilt auch fürs heutige Spiel und es wird schwer genug.
Wir freuen uns auch drauf. Ein schöner Test nochmal vor Samstag. Herzlichen Dank, Thomas Tuchel. Und ich begrüße jetzt bei mir im Studio unseren heutigen Kommentator. Der ist Markus Höhner. Herzliches Hallo, Markus. Hallo, Laura. Schön, dass du mit dabei bist, denn du passt bestens zu diesem Spiel. Du bist ja unser Europa League-Experte, begleitest alle Leihspiele in der Europa League und hast somit auch das eine Heimspiel von Sparta Prag gegen den FC Schalke 04 begleitet. Wie ist der Gegner heute einzuschätzen? Ja, Sparta kommt wieder annähernd in derselben Aufstellung wie gegen den FC Schalke 04. Und wer das Spiel bei uns, liebe Zuschauer, verfolgt hat, der hat gesehen, dass Schalke größte Probleme hatte. 1:1 gespielt hat in Prag, nur durch einen recht glücklichen Elfmeter zu diesem Unentschieden kam und viel Druck einstecken musste gegen eine sehr dynamische, agile Mannschaft, die ein Prüfstein ist hier heute. Ja, und wenn wir schon mal im Thema Europa League sind, dann bleiben wir doch gleich dabei. Am 18. Februar geht es endlich wieder los. Dortmund empfängt dann Porto. Ist das eine machbare Aufgabe? Naja, es ist so mit die schwerste, die sie ziehen konnten. Sie haben das hinten raus so locker, die Qualifikation lief. In den letzten zwei Spielen durch die Niederlagen in Krasnodar und Saloniki so ein bisschen verbockt. Sind dadurch nur Gruppenzweiter bekommen, haben das Schwerere losbekommen. Oft auch nur mit der B-Mannschaft gespielt. Richtig, aber das ist der Preis, den sie jetzt zahlen. Denn Porto kommt runter aus der Champions League und wohlgemerkt als bester Gruppendritter. Also eigentlich die schlimmste Aufgabe, die man kriegen konnte. Umgekehrt, Borussia Dortmund hat einen Top-Kader und hat natürlich eine sehr realistische Chance. Ist Dortmund Titelanwärter für dich? Für mich ja. Wenn ich auf den Kader gucke, natürlich sind Truppen runtergekommen, aber wir kennen die Qualität von Borussia Dortmund. Der BVB hat, nur weil die Bayern noch besser sind, darf das nicht drüber hinwegtäuschen, dass der BVB eine überragende Hinserie gespielt hat. Mit ein paar kleinen Makeln, wenn sie die auch noch in den Griff kriegen, dann denke ich, kann das eine Riesenveranstaltung werden für den BVB, vielleicht mit Ziel eben 18. Mai, St. Jakob Park, das Endspiel in Basel. Aber es ist ja so oder so ein Riesenwettbewerb, denn es sind ja noch drei weitere große deutsche Teams mit dabei. Schalke, Leverkusen und Augsburg. Augsburg, apropos, das wird übrigens unser erstes Live-Spiel dann am 18. Februar. Wir zeigen Jürgen Klopps Rückkehr nach Deutschland. Augsburg empfängt Liverpool. Sport 1 ist ab 19 Uhr live dabei. Das sollten Sie sich unbedingt notieren an dieser Stelle. Und derweil machen wir mal weiter mit Schalke und schauen, was die so machen in der Vorbereitung für Königsblau. Hieß es gestern noch einmal Testspiel auf der Bielefelder Alm. Und die Zusammenfassung hat Jörg Naumann. Für André Breitenreiter der letzte Test vor dem Rückrundenstart. Schalke 04 zu Gast bei Arminia Bielefeld und Norbert Meyer. Ein Benefitspiel, die Einnahmen gingen komplett an Arminia Bielefeld. Die haben nämlich Millionen Fache Schulden. Die Schalker in den weißen Trikots mit dem besseren Start. Geis war das und das Choupo-Moting. Zweimal war Daniel Davari zur Stelle, der Keeper von Arminia Bielefeld, der anstelle von Hesel im ersten Durchgang das Tor hütete. Florian Dick dann beim Eckstoß. Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Kein Tor nach Ecke in der Hinrunde, aber jetzt im Freundschaftsspiel gegen Schalke 04. Torschütze Sebastian Schuppan kommt hier gegen Goretzka und Choupo-Moting zum Kopfball. Der lange Pfosten bei Schalke 04 nicht besetzt und da genau schlägt der Ball ein. 1:0 zur Pause für Arminia Bielefeld und im zweiten Durchgang dann wenig Möglichkeiten. Eine Standardsituation, Freistoß für die Arminia. Hämlein packt den Hammer raus, knapp vorbei am Kasten von Giefer, der im Tor stand anstelle des erkrankten Fährmann. Das war aber auch die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt. Erst kurz vor dem Ende dann noch eine Kontermöglichkeit der eingewechselte Dennis Mast ist das und ebenfalls der eingewechselte Jopek mit der Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Es blieb am Ende beim 1:0 Sieg für Arminia Bielefeld. Der Test, der letzte Test von Schalke, misslungen vor dem Rückrundenstart. Viele weitere Testspielzusammenfassungen finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage sport1.de. Schauen Sie mal vorbei. Markus, wir können sagen, Schalke hat die Generalprobe verpatzt. Wie schwer wird es für Königsblau in der Rückrunde?
muss man natürlich ein bisschen abwarten, wie sich das alles zusammenfügt. Sie haben mit Melander einen neuen Mann geholt. Mal gucken, wie der funktioniert. Das ist zu früh. Und gestern das Testspiel hat er definitiv auch keine endgültige Aussage. Was Schalke zurückwirft, ohne Frage, dieses Pech mit Benedikt Höwedes, der als Abwehrspieler fehlen wird, der vor allem als Kapitän und Typ fehlen wird. Ich glaube, es hängt sehr daran, ob André Breitenreiter noch mal so eine neue Euphorie entfachen kann und diese ja zu großen Teilen recht junge Mannschaft zu einer Truppe zusammenschweißen, das dann eine gute Eigendynamik aufnimmt. Übers Kollektiv könnte es also funktionieren. Wie schwer ist das, wenn aber immer nur alles sich um einen Namen dreht, nämlich um den Namen Leroy Sané? Es wird spekuliert, geht er, wann geht er, für wie viel geht er? Wie schwer ist das innerhalb so einer Mannschaft? Benedikt Höwedes hat ja dieser Tage nochmal gesagt, so Themen, die außen sind, die belasten uns eigentlich gar nicht so sehr. Auch das Thema Held nicht in der Hinrunde. So auch das Thema Sané, denke ich, in der Rückrunde. Was ich mir immer denke, der Junge ist gerade im Januar 20 geworden. Wie kriegt er das selber geregelt? Diese Euphorie. Jetzt ist er Nationalspieler. Er ist ein Hammertalent. Ich kenne ihn auch seit der U19, haben wir die Spiele übertragen. Mal gucken, ob er das bei diesem Druck, bei dem ganzen Theater, um ihn weiter auf den Platz bringt. Ich sag mal einfach, ich wünsche es ihm von Herzen, weil er ist ein toller Junge. Ja, und es macht ganz viel Spaß, ihm beim Fußballspiel zuzuschauen. Absolut. Herzlichen Dank, Markus. Dich hören wir natürlich gleich noch 90 Minuten. Danke fürs Erste. Die Gerüchteküche, sie brodelt also heftig. Auch bei Borussia Dortmund, darüber werden wir gleich noch mit Manager Michael Zorc sprechen. Machen jetzt aber eine kurze Pause und die können Sie nutzen, um 2000 Euro zu gewinnen. Was müssen Sie tun? Einfach die 01379 015522 anrufen, das Kennwort Tor nennen oder das Kennwort Tor per SMS an die 99699 schicken. 2000 Euro gibt es zu gewinnen, zur Verfügung gestellt von Deutschlands glücklichsten Casino www.drückglück.de. Und ich drücke Ihnen jetzt auch ganz fest die Daumen, dann sind wir gleich wieder zurück hier in Essen. Zurück. Borussia Dortmund gegen Sparta Prag. Für Borussia Dortmund ist es der letzte Test vor dem Bundesliga-Rückrundenstart am Samstagabend in Gladbach. Wir sind live hier aus dem Stadion in Essen und an meiner Seite begrüße ich jetzt den Manager von Borussia Dortmund, Michael Zorc. Ganz herzliches Hallo. Brandaktuell möchte ich Sie erstmal auf die Personalie Yunus Malli von Mainz 05 ansprechen, die wir heute überall in den Gazetten. Also wir haben so das Gefühl, Dortmund will schon. Thomas Tuchel hatte ein Lächeln auf den Lippen, als ich ihn gerade darauf angesprochen habe. Woran hapert's denn? Frau von Thoma, Sie wussten doch schon beim Stellen der Frage, dass ich Ihnen da keine Antwort zu geben werde. Yunus Malli ist ein Spieler von Mainz 05 und insofern verbietet es sich, glaube ich, von unserer Seite darüber zu spekulieren oder darüber zu sprechen und das zu kommentieren. Er soll wohl eine Ausstiegsklausel haben, die ihm erlaubt, dann im Sommer wechseln zu können. Hätte Borussia Dortmund denn grundsätzlich Interesse an diesem Spieler? In guten Spielern sind wir immer interessiert, das ist ja klar. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass Thomas Tuchel noch um Verstärkung gebeten hat. Das hat er mir auch gerade nochmal bestätigt, um einfach auch das Leistungspensum im Training auf einem guten Level zu halten. Sind Sie da noch aktiv auf der Suche jetzt bis 1. Februar dann? Ja, wir wollen schon noch die Leistungsdichte bei uns erhöhen. Wir haben auch ganz klare Vorstellungen, was wir machen möchten. Wenn sich das unter vernünftigen Gesichtspunkten, insbesondere auch finanziellen Gesichtspunkten, realisieren lässt, dann werden wir das tun. Das ist ganz klar. Wir werden jetzt nicht irgendwelche Lückenfüllerlösungen machen, nur um ein quantitativ zuzulegen, sondern es muss auch jemand sein, der uns dann weiterhelfen kann. Finanzielle Gesichtspunkte sind ja dieser Tage auch ein großes Thema. Jetzt waren wohl englische Clubs an Aubameyang interessiert, an Mkhitaryan, an Julian Weigel, alle gesagt, wir bleiben erstmal hier. Welche Gefahr birgt das viele Geld, was jetzt aus dem englischen Markt verfügbar ist?
Na, es ist ja schon so, dass insbesondere ab dem nächsten Jahr, wenn der neue TV-Vertrag in England in Kraft tritt, die Clubs und insbesondere auch die Mittelklasse-Clubs finanzkräftiger werden. Bei Man City, bei Chelsea war das immer schon der Fall eigentlich. Da ist natürlich eine Gefahr, dass vermehrt deutsche Spieler dann auch da in den Fokus geraten. Aber ich glaube, dass die Bundesliga und insbesondere auch die Clubs, ja, die auch ambitioniert sind, vom Gesamtpaket her, ganz gute Argumente auch in die Waagschale werfen können. Also ich sehe da keinen Ausverkauf der Bundesliga, das sehe ich nicht. Das würde uns alle sehr freuen. Dann brachte aktuell heute auch ein Thema, Uli Hoeneß wird frühzeitig aus der Haft entlassen. Wie nehmen Sie dieses Thema auf, jetzt rund um Borussia Dortmund, und finden Sie, ja, er sollte wieder in der Bundesliga aktiv werden dann? Ja, ich freue mich für ihn natürlich in erster Linie aus menschlicher Sicht, und ich glaube, Uli Hoeneß gehört zur Bundesliga, und ich glaube, wir freuen uns schon in den nächsten Monaten, ihn dann wieder in den verschiedenen Stadien, auch bei uns in Dortmund, dann wieder zu sehen. Und dann schauen wir noch ganz schnell aufs anstehende Spiel. Der letzte Test für Dortmund, worauf wird es heute nochmal ankommen? Ja, das ist ja schon der letzte Härtetest für uns vor dem Spiel gegen Mönchengladbach. Wir haben extra einen guten Gegner auch ausgesucht. Die haben sich ja auch in der Gruppe mit Schalke 04 jetzt für die K.O.-Spiele in der Euroleague qualifiziert. Wir haben ein sehr gutes Trainingslager oder eine sehr gute Vorbereitung bislang gehabt. Wir haben ein bisschen Probleme mit ein, zwei Verletzungen. Insofern ist das ein wichtiger Härtetest jetzt vor dem Spiel in Gladbach. So sehen wir das auch. Ja. Freuen uns drauf. Okay. Herzlichen Dank, Michael Zorc. Schönes Spiel. Und hier geht's jetzt los. Es kann angepfiffen werden. Und das heißt, Markus Höhner, Ihr Kommentator, übernimmt. Viel Spaß. Tja, liebe Zuschauer, Michael Zorc hat es dann gerade noch mal im letzten Satz kurz und bündig auf den Punkt gebracht. 4 Tage vor dem Rückrundenstart in Mönchengladbach. Das ist dann direkt mal eine Hausnummer für den BVB und für die Borussia aus Mönchengladbach natürlich auch. Und dass sie das hier wirklich als letzten Test noch mal richtig ernst nehmen, das sehen wir an der Mannschaftsaufstellung. Denn Thomas Tuchel schickt hier das Beste ins Rennen, was er hat. Heißt, Birki wird ja auch in der Rückrunde Stammkeeper in der Liga bleiben. Die Abwehr ist so zu erwarten am kommenden Samstag. Weigel ist gesetzt als zentraler Mann vor der Abwehr. Ja, und dann vorne mit Mkhitaryan, mit Reus, Gündoğan, Castro und Aubameyang das volle Programm beim BVB. Also das riecht schon sehr nach einer Anfangsformation vom kommenden Samstag. Und das hier, das ist die Startelf von Sparta Prag. Vielleicht kommt Ihnen der ein oder andere Name aus den Schalke-Spielen bekannt vor. Zum Beispiel Dotschkal, der Neuner, der Spielmacher. Und Lafata, der ist der beste Schütze, der Knipser von Sparta Prag. Ein ganz gefährlicher Mann, den die Dortmunder Abwehr im Griff haben muss. Also, wir freuen uns auf diesen letzten Test hier in Essen. Dortmund gegen Sparta Prag. Eine Werbung und dann geht's gleich hier los in Essen. Viele Schwarz-Gelbe im rot-weißen Terrain. Willkommen, liebe Zuschauer, im Stadion Essen. Hier trifft Borussia Dortmund in seinem letzten Test vom Bundesliga-Rückrundenstart auf den aktuellen Zweiten der tschechischen Liga, auf Sparta Prag. Das Stadion Essen, 2013 endgültig neu eröffnet. 20.000 Zuschauer passen hier rein. Die kriegen wir heute nicht zusammen, denn es ist ja lausig kalt, aber einige Tausend wollen dabei sein bei diesem letzten Test des BVB. Wir haben das gesehen. Thomas Tuchel schickt bestes Personal ins Rennen, nachdem die Mannschaft ja am Samstag heimgekehrt ist aus dem 9-tägigen Trainingslager in Dubai. Dort gab es 2 Testspiele, 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und ein 4:1 gegen Yeonbuk FC, den südkoreanischen Meister. Thomas Tuchel hat in erster Linie resümiert, dass er mit dem Trainingslager an sich sehr zufrieden war. Viel Fleiß, gute Atmosphäre und in diesem Sinne alles vorbereitet für den BVB, für eine, ja, hoffentlich erfolgreiche Rückserie. So denkt man in Dortmund, man tanzt auf 3 gelb-schwarzen Hochzeiten, hat alle Chancen, sich in der Liga, ja, noch ganz
nach ganz oben zu schieben, das dürfte halbwegs unrealistisch sein. Die Bayern haben 8 Punkte Vorsprung, aber wer weiß, was in Sachen Pep und Unruhe da noch alles passiert, könnte ja zumindest theoretisch so kommen. Ansonsten geht es darum, den Champions League Platz zu stabilisieren. Da haben die Dortmunder, angeführt von Kapitän Mats Hummels, beste Karten. DFB-Pokal, Viertelfinale, UEFA Europa League. Da sind sie bei uns in der Zwischenrunde. Gut gelaunt rund um das heutige Schiedsrichtergespann hier in Essen. Es pfeift ein Bundesliga-Schiedsrichter, nämlich er, Guido Winkmann aus Kerkeln am Niederrhein. Und wie Sie sehen, logisch, man kennt sich zumindest, er und Hummels kennen sich. Der andere, als La Fata, trägt die Kapitänsbinde bei Sparta, ist der Stoßstürmer im 4-2-3-1 der Tschechen und man sollte ihn dringend im Auge halten. Ja, hier gehört der Stift. Tuchel schreibt Autogramme, sein zweites Halbjahr in Dortmund beginnt nun also. Das ist das Schöne an solchen Veranstaltungen. Sie machen es ja manchmal sogar bei den Ligaspielen, wenn ein Minütchen Zeit bleibt. Aber hier bei so einem Event ein bisschen mehr Spielraum für das ein oder andere Autogramm oder unten eben in den Katakomben. Da sind die Leute, die hier arbeiten, die sich dann doch ein schnelles Selfie mit Aubameyang oder Reus gönnen. So, nun also Dortmund startbereit. Und der BVB beginnt dieses Testspiel von links nach rechts. Mit Piszczek als rechtem Außenverteidiger, Sokratis und Hummels als Innenverteidiger. Das ist so alles wie erwartet. Das heißt, Subotic ist da erstmal weiter hinten dran und links spielt Park, weil Erik Dohm bislang jede Spielpraxis abgeht auf der Außenbahn. Und das gilt im Moment auch für Schmelzer, der verletzt fehlt. Sparta spielt schnell nach vorne. So haben wir es auch erlebt beim Rückspiel der Schalker in Prag. Da haben sie gewaltig Druck gemacht, schnell dynamisch nach vorne gespielt und führten auch früh im Spiel mit 1:0, konkret in der 6. Minute. Endstand dann aber zwischen Prag und Schalke im Rückspiel der Gruppenphase der UEFA Europa League 1:1. Hinspiel auch eng umkämpft. Schalke 1:0 vorne, dann drehte Prag das Spiel, 2:1 Sparta und am Ende hieß es 2:2. Den Ausgleich erzielte einer, über den so viel gesprochen wird in den letzten Wochen und Monaten, Leroy Sané. Weigel als zentraler Anspielpunkt im defensiven Mittelfeld. Platz für Aubameyang, der ein erstes Mal auf den Flügel ausweicht. Erster Versuch der Dortmunder, sich einzuleben in der gegnerischen Hälfte. Aubameyang, dem stehen die Haare zu Berge, wie gewohnt Afrikas Fußballer des Jahres. Frisch gekürt, er sagte, er habe sich gefühlt wie Michael Jackson. Also Riesenrummel um ihn, der erste Bundesligaspieler, der diese Auszeichnung erhalten hat. Platz für Marco Reus. In der Mitte ist Aubameyang, Anspiel nicht präzise genug und deswegen kann Jakub Brabec, einer der beiden Innenverteidiger, dazwischen kommen und klären. Und er sollte den Ball bekommen. Aubameyang.
Fatai, der Nigerianer, auch ein Offensivmann, traf im Hinspiel in Gelsenkirchen zum 1:1. Dortmund reklamieren Handspiel und Guido Winkmann pfeift genau das. Gündoğan. Max Hummels mit gutem Auge. Aber Reus dann doch im Abseits. Christian Bandurski und Marc Bausch, die Schiedsrichterassistenten, auch sie kennen wir aus der Bundesliga. Und diese erste Entscheidung saß Marco Reus, stand ein Stückchen zu tief bei dem an sich guten Anspiel von Mats Hummels. Gonzalo Castro, der 11-Millionen-Mann aus Leverkusen. Ja, er hat eine Halbserie gebraucht, um sich einzuleben. Jetzt muss schon der nächste Schritt folgen. So richtig überragend war das nicht. Also in der Summe eine Hinserie für ihn etwas unter den Erwartungen. Piszczek will seinen Job auf der rechten Seite zurück. Und hier sehen wir Gonzalo Castro, den Ex-Leverkusener. Ja, die gewohnte Grundordnung der Dortmunder, die sich entwickelt hat über die Monate, ist klar zu erkennen. Ein 4-1-4-1. Stark gespielt. Gut auch in den Rücken der Abwehr und ein erster Job für Bürki in dieser sechsten Minute. Ja, das ist die heilige Minute der Prager, eben erwähnt, in dieser sechsten haben sie das 1:0 erzielt gegen die Schalker. Und hier hatte gerade Dotschkal die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Castro, gut gespielt. Ball läuft gut bei den Dortmundern. Da ist Aubameyang. Und nun auch die erste Gelegenheit für den BVB. Aber David Bicic zum ersten Mal gut draußen aus seinem Kasten. Ja, geht doch bunt los. Da haben wir den 34-jährigen Tschechen. Eine Qualität der Prager, ihre gute Defensivarbeit inklusive Torhüter. In 16 Ligaspielen haben sie nur 10 Gegentore erzielt. Eine überragende Bilanz. Sind aktuell dann aber trotzdem nur Zweiter in Tschechien hinter Viktoria Pilsen. Altes Bild wie in der letzten Spielzeit. Da wurde Pilsen Meister und Sparta Vize, nachdem Sparta Prag zuletzt 2014 in Tschechien das Double gewann. Es sind einige rübergekommen, die rund 30, 35 Kilometer aus Dortmund hier nach Essen. Ungewohnte Seite. Dortmund nicht auf der Süd wie sonst, sondern jetzt genau auf der anderen Seite. Rund 6.000 Zuschauer dürften es sein, die hier nach Essen gekommen sind. Und jetzt diesen Angriff sehen. Reus nimmt Fahrt auf. Rechts geht Piszczek, der bekommt den Ball. Noch nicht. Mkhitaryan. Nur aber Piszczek. Weigel holt den Ball zurück, sichert ihn. Der junge Mann, der so glänzend angekommen ist beim BVB.
Da sehen wir ihn. 20 Jahre alt, für 2,5 Millionen von den Löwen gekommen. Und so ist das heutzutage. Du spielst eine brillante Halbserie und schon heißt es, ich weiß nicht, ob es stimmt, 25 Millionen habe Manchester City für die sofortige Verpflichtung geboten. Aber die Gerüchte kommen schon recht fundiert daher, wenn es heißt, Pep Guardiola habe ihn beäugt in München bei den Löwen, der sei schon immer ein Spieler gewesen, den er hätte haben wollen. Und er habe auch bei den Bayern Kritik geübt, dass man ihn nicht geholt hat. Aber Weigl hat sich recht klar erklärt und gesagt, nee, das ist für mich derzeit überhaupt kein Thema. Und das eben glaubhaft, wie ich finde. Tja, und um ihn, das ist klar, gibt es immer Gerüchte. Wer so trifft, der ist in aller Munde und das wird auch so bleiben. Rabetz mit dem langen Ball und Hummels klärt für Dortmund. Über die Außen haben sie Schalke im Rückspiel in der Europa League geknackt. Besonders über die linke Seite und da lief bislang noch gar nichts. Nur aber Dortmund. Und die Chance zur Führung, da will Reus nochmal querlegen. Vielleicht hätte er da besser selbst den Abschluss gesucht in dieser 10. Minute. Aber schön gespielt, guter Pass in die Tiefe. Park Gündoğan. Dortmund die präsentere Mannschaft. Und jetzt Mkhitaryan. Reus. Ecke schnell ausgeführt. Mkhitaryan. Bringen jetzt viel Druck vors Prager Tor. Und Aubameyang, so will man sehen, arbeitet fleißig nach hinten. Keine Starallüren, Teil des Teams, der Gabuna. Liebe Zuschauer, am Wochenende geht es wieder los. Konkret am Freitag um 20.30 Uhr. Und wie Sie wissen, bei uns bei Sport 1 FM alle Bundesligaspiele 90 Minuten live, kostenlos und überall. Überall heißt ja nicht zwingend unterwegs, sondern vielleicht auch einfach zu Hause. Habe ich neulich in der Hinserie gemacht. Schön die Bude aufräumen und dabei zuhören, was abgeht in der Liga. Freitag 20.30 Uhr der HSV gegen Bayern und am Samstag ab 15.30 Uhr dann die Erstligaspiele und so geht's weiter. Das ganze Wochenende lang Ihr treuer Begleiter Sport 1 FM. Seien Sie dabei und hören Sie rein. Marco Reus, 8 Tore in der Hinserie, kam 13 Mal zum Einsatz, arbeitet sich langsam zurück nach einem dünneren Jahr in der vergangenen Saison.
in der letzten Spielzeit hat Reus in der kompletten Saison nur 7-mal getroffen. Und immer wenn ich ihn sehe, muss ich an diesen Moment zurückdenken. Und das musste er mit Sicherheit noch viel intensiver. Am Abend vor dem Abflug zur WM verletzt er sich beim letzten Test in Mainz, der eigentlich nur noch Showlaufen war, gegen Armenien. Und muss, das muss man sich mal vorstellen, als hochgehandelter Superstar für die WM, der er mit Sicherheit auch geworden wäre, absagen, ist nicht dabei, wird nicht Weltmeister, muss sich nach der Verletzung zurückerarbeiten. Und dass er dann eine Spielzeit im Tief steckt oder zumindest halbwegs im Tief, nein, wie menschlich. Da startet Piszczek. Macht einen guten Eindruck hier in der ersten knappen Viertelstunde. Sehr offensiv ausgerichtet, steht hoch auf rechts. Schön gespielt von Hummels. Aber Aubameyang gedeckt von Costa. Na, Moanescu, so ist sein kompletter Name. Das war den Jungs zu kompliziert, deswegen nennen sie ihn Costa, der lange Mann in der Innenverteidigung aus Simbabwe. Da ist Costa und Costa klärt mit Vehemenz. Lafata startet, aber an Sokratis musst du erstmal vorbeikommen. Da meldet sich schon ein Körper zum Einsatz. Weigel. Ruhig, sicher, mit viel Übersicht. Für Mkhitaryan. Der Schlüssel zu einem Tor wäre in diesem Falle Julian Weigel gewesen. Viertelstunde gespielt, Dortmund präsent mit vielen guten Ansätzen, sieht sehr sicher aus, spielstark und variantenreich. Schnelle Pässe in die Spitze auf Reus, aber ab und zu geht es auch über die Außen. Und jetzt mal ein Abschluss aus der Distanz von Gonzalo Castro, nächste Möglichkeit für den BVB. Tja, und da stand der Costa im Weg. Mkhitaryan nimmt die Ecke. Mkhitaryan mit seinem neuen Selbstbewusstsein. Nach der Hinserie, man darf ja nie vergessen, er hat auch unter Klopp anfangs überragend gespielt, hat dann den Rhythmus verloren. Alle Male in dieser letzten Saison unter Klopp, wo es irgendwie für alle drunter und drüber ging beim BVB. Jetzt ist er in Bestform. Schön! Nächste Chance für die Dortmunder. Jetzt durch den gebürtigen Gelsenkirchener. Ilkay Gündoğan. Frech, der Reus, wie er ihn durchlässt. Und dann Gündoğan, der auch in der Liga immer dabei war, aber noch keinmal getroffen hat. Also in Sachen Abschluss kann da vielleicht noch was kommen bei ihm. Denn er spielt ja etwas höher, offensiver als oftmals zuvor. Aber wer soll bei denen noch alles treffen? 47 Tore der BVB mit der besten Offensive der Fußball-Bundesliga. Sogar ein Türchen mehr also als der FC Bayern.
Piszczek, auch das löst er ruhig und umsichtig, der polnische Nationalspieler. Wo wir ja wiedersehen bei der EM. Schkal steckt durch und die nächste gute Chance jetzt durch Lukas Marecek, heute offensiver, gegen Schalke hat er Außenverteidiger gespielt und dass er es offensiv kann, zeigt er hier, schneller Drehschuss, war gar nicht so leicht zu halten für Birki, aber der war schnell unten, der Schweizer im Tor des BVB. Da haben wir Birki, Weidenfeller hat die Europa League Spiele bestritten, 6 an der Zahl. Da sind wir gespannt, wer von den beiden am 18. Mai im Finale spielt. Nur ein Spaß, steht noch nicht fest. Aber es könnte ja so kommen. Da sehen wir den Weltmeister ohne Spiel, aber mit großem Anteil. Er war Teil des Teams in Brasilien, Teil der guten Laune. Und da sind gerade die nicht stänkernden Ersatztorhüter. Die Rollen waren klar definiert, hinter Neuer ein wesentlicher Punkt. Aber Weidenfeller hat es natürlich schwer. Hat sich, wir erinnern uns zurück, bis zum ersten Gruppenspiel praktisch, bis Minuten davor fit halten müssen, als wäre er die Nummer 1 beim Turnier. Wir erinnern uns an Neuers Verletzung damals. Dortmund bestimmt das Spiel bis hierhin, noch keine Tore in Essen, aber die Tschechen zweimal schnell präsent auch vorne. Jetzt schauen wir auf den BVB. Der Reus spielt wieder da, wo er ja eigentlich nicht so gerne spielt. Quatsch, er kommt hier über links. Gefällt ihm gerade gut. Er ist jetzt da, wo er lieber spielt, nämlich nicht mehr auf rechts. Tuchel hat irgendwann reagiert, vielleicht auch ein bisschen im Dialog mit den Spielern. Er pflegt ein enges Verhältnis zu den Akteuren und wie unlängst in Aussagen über Ilkay Gündoğan, es sei eine Ehre, mit einem Spieler dieser Qualität zusammenzuarbeiten. Also er formuliert die Zusammenarbeit mit viel Demut, mit viel Beschreibung des Charakters. Das ist ohnehin ein ganz wesentliches Augenmerk, auf das er offensichtlich intensiven Wert legt, auf Bescheidenheit, auf Anstand, auf Benehmen, auf die Charakter seiner Jungs. Beschreibt zum Beispiel einen Julian Weigel nicht zuerst wegen seiner fußballerischen Qualitäten, sondern sagt erstmal, ja, das ist ein bescheidener, wohlerzogener junger Mann. Hört man so auch nicht alle Tage als erstes über die Akteure. Da ist der wohlerzogene junge Mann. Und da ist der, mit dem es eine Ehre ist, zusammenzuarbeiten. Gutes Spiel gegen den Ball. Weigelt schön auf Gündoğan. Macht eigentlich alles richtig. Und dann geht ihm der Schuss ein bisschen daneben. Lafata, der Stoßstürmer, gezwungen, ganz hinten auszuhelfen.
Wir sind hier in Essen. Die Dortmunder sind ihren Lieblingsfeinden aus Gelsenkirchen damit noch einige Kilometer näher gekommen. Und natürlich gibt es dann den regelmäßigen Seitenhieb. Vielleicht hören Sie es ja in Gelsenkirchen. Und so zankt man sich in guter alter Tradition. Wir freuen uns über die Erfolge beider deutschen Vertreter mit Schalke und Dortmund in der UEFA Europa League. Beide sind heiß dabei. Schalke wird im 16. Finale am 18. Februar auf Schachtjo Donetsk treffen. Auch eine Hausnummer, die Ukraine, auch eine Mannschaft, die runterkommt aus der Champions League. Nur sind die Schalker Gruppensieger geworden und haben auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass sie das Rückspiel nur eine Woche später am 25. Februar dann daheim in der Arena austragen können. Das haben die Dortmunder, so entspannt auch sie in der Europa League Gruppenphase waren, ein bisschen verhunzt hinten raus. Niederlagen gegen Krasnodar und Saloniki. Und das sorgte dafür, dass Tuchels Mannschaft nur auf Platz 2 landete. Und schon hat man den Salat. Man ist im anderen Lostopf, hat im zweiten Spiel, wenn es drum geht, Entscheidung, wie viel muss ich noch riskieren, nicht das Heimrecht und zieht auch noch den dicksten Gegner, der in der Trommel war, mit dem FC Porto, einstiger Champions League-Gewinner, einstiger Europa League-Gewinner. Eine echte Hausnummer und der beste der Gruppendritten aus der Champions League, die runtergekommen sind. Hinter Chelsea und ZSKA Moskau. Also schwere Aufgabe für Borussia Dortmund ab 18. Februar. Das Hinspiel zu Hause in Dortmund. Eine Woche später, also jetzt ist Schluss mit zwei Wochen Rhythmus, am 25. Februar dann das Rückspiel in Portugal beim aktuell Tabellendritten. Und Portos Auftritt, Sie können den Gegner sichten bei uns in Score heute Abend. Nach diesem Live-Spiel im weiteren Verlauf unseres Sport1-TV-Programmes in Score. Da zeigen wir Ihnen den FC Porto. Das Ligaspiel bei Vitória Guimarães. Den Trainer haben sie rausgeschmissen, gerade in Porto. Lopetegui, dafür im Moment Rui Barros. Auch schon 50, der Ex-Spieler als Interimstrainer bei den Portugiesen am Kommando. Wir reden über Schalke und Dortmund, aber wir haben noch mehr in der UEFA Europa League. Bayer Leverkusen, auch nicht wirklich Glück gehabt mit dem Los. Sporting Lissabon, Tabellenführer in Portugal. Zweiter Benfica, dritter Porto. Naja, und dann der FC Augsburg. Die haben Glück gehabt, die haben gejubelt, denn die sind erstmal weitergekommen mit dieser Mordsleistung in Belgrad. Und dann beschert ihnen die Fee niemanden geringeren als die Jungs von der Anfield Road. Die Reds kommen nach Augsburg und natürlich zeigen wir ihnen das live. Alle anderen in der Zusammenfassung aber am 18. Februar live ab 19 Uhr in Sport 1. Klopp is coming home. Augsburg gegen den FC Liverpool. Welch eine spannende Geschichte. Der Außenseiter, diese Abenteurer aus Augsburg in ihrem 7. Europacup-Spiel der Vereinsgeschichte treffen auf den legendären FC Liverpool. Und ausgerechnet Jürgen Klopp kehrt mit diesen Liverpoolern nach Deutschland zurück. Läuft ja nicht so ganz rund im Moment. Der Rooney als Spielverderber zuletzt mit dem späten 1-0-Siegtor für Man U. Davor ein überragendes Spiel, 3-3 gegen Arsenal. Also schwer was los auf der Insel, während wir hier Pause machen.
So, nur aber mal. Die Überlegenheit ummünzen. Aubameyang war nicht im Abseits. Mkhitaryan ist es schon mal gar nicht. Aubameyang hat Platz und er hat Spaß dran. Und trotzdem setzt er ihn daneben. 18 Mal hat er getroffen in der Liga, in der Hinserie. Knackt er den Rekord, der ja als ewig schien, vielleicht von Gerd Müller aus den 70ern. Der Auftrag lautet demnach: Schaffst du die 40? Knackst du die 40? Und wenn er sie nicht knackt, ist auch gut. In jedem Falle eine überragende Saison des Gabuners. Im Test gegen Frankfurt hat er auch schon wieder doppelt gezündet. Im Trainingslager in Dubai. 9 Tage waren sie da. Sind am Samstag wieder gelandet, mittags in Düsseldorf. Und sie stellten fest, hier ist es deutlich kälter. Gündoğan, jetzt mal was tiefer. Starker Einsatz von Mkhitaryan. Julian Weigel, mittlerweile ja auch festgesetzt in der U21-Nationalmannschaft. Aufbaufehler von Hummels. Und den Konter muss man dann halt irgendwie verhindern. Schlimmstenfalls per Foulspiel, das war in diesem Falle nicht nötig. Aubameyang, wie frech! Den hat er sich schön ausgeguckt, den David Bicic. Klasse Szene von Pierre-Emerick Aubameyang. 18 Tore in der Liga, 2 im Pokal, 4 in der Europa League. Gib ihm ein Spiel und er knipst. Rabetz, das üben wir nochmal. Kriegt er den Tritt von hinten. Das ist ein bisschen zu resolut gewesen von Dočka, einem der tschechischen Nationalspieler hier im Kader. Einer der erfahrensten. Tja, wie es mit ihm vertraglich weitergeht, man weiß es nicht. Hoffentlich nicht wieder so ein Hin und Her wie zuletzt. Irgendwann wird es die Gespräche geben, entweder er geht oder er unterschreibt denn doch noch mal langfristig beim BVB, der er ja eigentlich schon weg war. Castro hilft mal aus, da hinten auf der Reus-Seite. Und da ist Fatai, der Nigerianer. Fatai mit 17 aus Nigeria nach Rumänien gegangen. Dann eine Saison beim FC Brügge und seit letztem Sommer bei Sparta Prag. Wie erwähnt, Torschütze gegen Schalke. 2-mal unentschieden gegen Schalke 04. Das waren die Vergleiche von Sparta mit Königsblau. Am Ende langte es dann aber nur für Platz 2. Heißt, das schlechtere Los und sie zogen
den Gruppensieger aus der BVB-Gruppe, den FK Krasnodar aus Russland. Also die Tschechen können vielleicht gleich unten die Gelegenheit in den Katakomben nutzen. Und da ist ihr Cheftrainer Chesney, der in beiden Spielen gegen Schalke gesperrt auf der Tribüne saß, weil er gemotzt hat. Also vielleicht können sie sich noch ein paar Tipps abholen bei den Dortmundern in Sachen Krasnodar. Der hat den Schiedsrichter beschimpft, er habe ihnen den Sieg geklaut, habe ich auch schon schlimmer ausgehört. Abseits. Ja, ist aber schon wieder gut gelaunt. Da unten an der Linie unterwegs. So, wer hat die Idee? Die Prager stellen die Räume gut zu. Hummels, das hat heute schon zwei, dreimal gut funktioniert. Schnell und scharf in die Spitze. Eine Qualität, die er hat, gerade auch über die Passschärfe. Aber hier hat es nicht funktioniert. Stattdessen Gegenzug Sparta. Dortmund hat zwei Chancen im Abwehrzentrum zugelassen. Ansonsten stehen sie da hinten entspannt gut. Park. Tja, das ist ein Abenteuer. So nah dran sein an den Profis. Dann noch so ein schickes Leibchen. Also runder Fußballabend für ihn. Was kümmert ihn da die Kälte? Minus 4, 5 Grad hier in Essen. Für alle, die wieder zukommen. Westfalenwoche bei uns in Sport 1 gestern. Bielefeld gegen Schalke, heute Dortmund in Essen gegen die einzigen Nicht-Westfalen, gegen die Prager, gegen Sparta Prag, den zweiten der tschechischen Liga, UEFA Europa League Teilnehmer. Dortmund spielt gut. Hat zwei Chancen zugelassen, aber 6-7 eigene erarbeitet. Jetzt vielleicht die Krönung, die längst fällig wäre. Also einziger Mangel, die Chancenverwertung. Castro, ja, da muss man dann auch mal selber abschließen. Sie versuchen immer wieder auf Aubameyang zu gehen. Ja bitte, geht doch auch anders. Marco Reus ist wieder da nach
überstandener Adduktorenverletzung. Und das ist ein wichtiger Impuls für den BVB zu Beginn der Rückrunde. Da muss er noch ein bisschen mehr Druck hinter den Ball kriegen. Gonzalo Castro. Nur 7-mal in der Startelf, der Castro in der Liga, in der Hinserie. Das hat er sich sicher auch ein bisschen anders vorgestellt. Der talentierte, sehr talentierte Allrounder. Sokratis. Jetzt Hummels wieder. Wieder in die Schnittstelle. Nee. Das hat er auch zu sehr fintiert. Schön von Mkhitaryan auf Gündoğan. Gündoğan, und da ist das Tor. Und wer anders als er sollte es machen? Pierre-Emerick Aubameyang mit dem 1:0 für Dortmund in der 41. Minute. Aber ja, zu drei Viertel geht es auf Gündoğan. Ein bisschen auch noch auf Mkhitaryan, der den Gündoğan einsetzt. Und Gündoğan lässt inklusive Torwart drei Mann stehen und legt ihn zurück auf Aubameyang. Afrikas Fußballer des Jahres bringt Dortmund hier absolut verdient in Führung. Chancenverhältnis, na sagen wir mal 7:2. Spielstand zu Recht 1:0, war auch noch ein Handspiel, über das wir uns nicht weiter kümmern müssen, weil es im Nachhinein keinerlei Relevanz hat. Gündoğan hat da seine Offensivqualität aufblitzen lassen, ging schnell und gut über ihn. Tja, über den, wie gesagt, sein Trainer sagt, ich kann nur schwärmen, ein Privileg, sein Trainer zu sein. Ein außergewöhnlicher Mensch, da haben wir es wieder. Also es geht ihm nicht und nie nur um die fußballerische Qualität, sondern auch sehr um die charakterliche. Weigel holt den Ball, Gündoğan. Fatai noch ohne große Szene und Lafata, der Top-Torjäger, noch ohne jeden Abschluss, also den haben sie bislang völlig zugestellt. Da war er Ball, der Mann mit der 21, Mannschaftskapitän. Und jetzt Mkhitaryan, auch beteiligt. 1:0. Dann läuft gut bis Jack. Lukas Piszczek hat eine auffällige erste Hälfte gespielt. Immer wieder Impulse nach vorne. Hier sehen wir ihn im Bild, den polnischen Nationalspieler. Hat zu Saisonbeginn verletzt gefehlt. Dann spielt der Ginter da auf der rechten Außenbahn. Und alle staunen. Der Ginter macht das gut. Und jetzt geht es für Piszczek darum, den Platz zurückzuerobern. Interessant, in der Vorbereitung hat Ginter jetzt öfter im defensiven Mittelfeld gespielt. Also da hat Tuchel nun die Qual der Wahl. Und Dortmund fasst den Ausgleich, aber abseits.
zumindest die Chance rausgespielt, rausgearbeitet für die Prager. Naja, die Entscheidung dann doch recht klar. Vorlage von David Lafata und die Chance hatte Lukas Maricek, der eben nach rund 20 Minuten schon mal eine gute Gelegenheit hatte. Aber hier stand er deutlich im Abseits. Dotschkal war als letzter dran. Nochmal Einwurf für den BVB. Die Dortmunder erledigen den Job hier, wie Tuchel es sich wünschen wird. Gute Präsenz, ruhiges, gutes Spiel. Piszczek mit dem frechen Tunnel. Machen wir jetzt noch das zweite vor der Pause. Nö, erstmal nicht. Park war mit vorne und jetzt sagt Guido Winkmann, Pausentee, das macht auch Sinn bei minus 4, 5 Grad. Dortmund führt gegen Sparta Prag und zwar verdient mit 1:0. Wir machen ein bisschen Werbung und dann meldet sich von unten die liebe Kollegin Laura Wotton. Aubameyang, Afrikas Fußballer des Jahres, trifft zur Führung. Halbzeitpause in Essen und der BVB führt gegen Sparta Prag mit 1:0. Wir schauen aufs Tor in der 41. Minute. Gündogan spielt sich hier wunderbar frei und legt dann quer auf Aubameyang. Der schiebt ein zum 1:0. Hackentrick, Mkhitaryan und dann wunderbar gespielt von dem Mann mit der Nummer 8 und Aubameyang hat sein Torlächeln wieder auf dem Gesicht. 1:0 führt also Borussia Dortmund gegen Sparta Prag und Sie können jetzt die Pause nutzen, um etwas zu gewinnen. 2000 Euro rufen Sie einfach die 01379015522 an. Nennen Sie das Kennwort-Tor oder schicken Sie eine SMS an die 99699 ebenfalls mit dem Kennwort-Tor. 2000 Euro zur Verfügung gestellt von Deutschlands glücklichsten Casino www.drückglück.de und ich drücke ihm jetzt auch ganz fest die Daumen und dann sind wir gleich zurück. Halbzeit 2 mit Markus Höhner. Viel Spaß. Zurück in Essen, liebe Zuschauer. Ja, ungewohntes Farbenbild für dieses Stadion hier in Essen. Heute regiert hier zu großen Teilen Schwarz und Gelb. 6.000 Zuschauer sind in dieser 20.000-Mann-Arena. Und er ist schon wieder gut gelaunt. Klar, weil er wieder getroffen hat zum 1:0 für den BVB in der 41. Minute. Letzter Test vor dem Bundesliga-Rückrundenstart für Borussia Dortmund. Am Samstag geht es weiter gegen Borussia Mönchengladbach in Gladbach. Direkt ein ganz heißes Ding für die Dortmunder und für die Borussia. Natürlich auch, speziell auch für Marco Reus immer wieder die Rückkehr an den Ort, wo er karrieretechnisch ja eigentlich so richtig durchgestartet ist. Erst da wurde er zum Topspieler und dann für 17 Millionen rübergelotst zum BVB. Heute sein Wert noch deutlich höher. Wir sind hier in Essen, da wollen wir es nicht versäumen, natürlich auch die lokale Mannschaft zu erwähnen. Auch ein großer Traditionsverein, Menschenskind, würden die doch wieder höher spielen. Hier im Westen wäre die Hölle los. Viele, viele Fußballfreunde würden sich freuen über Derbys, keine Ahnung, gegen Duisburg, Bochum, vielleicht sogar noch höher gegen Schalke und Dortmund, wie es sie früher gab, dieser große Traditionsverein, deutscher Meister 1955, 94 haben wir sie nochmal im Pokalfinale in Berlin gehabt, dort dann klar und rangniedriger unterlegen, 1:3 gegen Werder Bremen und aktuell nach vielen, vielen Rückschlägen auf Platz 13 in der Regionalliga West. Wie wir sehen, infrastrukturell wäre mit diesem schicken Stadion hier alles vorhanden. Ja, und da kann man einfach nur die Daumen drücken, dass sie wie der ein oder andere Verein in den letzten Jahren dann vielleicht doch wieder die Kurve kriegen und hochkommen. Wird schwer. Ja.
Doppelwechsel übrigens bei den Pragern mit Matejowski und Ladislav Krejci. Zwei frische Leute drin. Krejci, ein offensiver Außenstürmer, den wir auch gesehen haben gegen den FC Schalke 04. Mal sehen, was sie jetzt nach vorne hinbekommen. Und schon ist ein bisschen mehr Tempo über diese linke Außenposition. Aber Abseitsstellung geahndet vom deutschen Schiedsrichtergespann hier heute Abend in Essen. Klar, denkt man an RWE, denkt man an viele bunte Namen, die gespielt haben hier in Essen. Manni Burgsmüller, Mario Basler, Horst Rubesch, Frank Mill, übrigens auch Mesut Özil, aber der nicht etwa in der Bundesliga, sondern 5 Jahre in der Jugend. Natürlich denkt man an Helmut Rahn, den Weltmeister 54, aber allem voran an Willi Ente Lippens, die Legende. 13 Jahre hat er bei RWE gespielt und zwischendurch ja auch mal 2 Jahre für Borussia Dortmund. Die Ente Lippens. 434 Spiele für RWE, 233 Tore, die er sich erwatschelt hat. Weigel. Gündoğan hat das Tor sehr schön vorbereitet von Gündoğan. Weigel mit der gewohnten Ruhe und Präsenz im Spiel bei den Dortmundern. Reus fummelt sich da durch, macht einen guten, spritzigen Eindruck hier. Der wieder verletzt war im Dezember, aber Vorbereitung scheint ihm gut getan zu haben. Wirkt frisch, agil. Einige gute Szenen in der ersten Hälfte. Und sie haben praktisch nichts zugelassen. Und der Lafata durfte nicht einmal aufs Tor schießen bislang. Und kaum da wäre es, da nutzt er es aus. Und so erleben wir Trainer Chasny, den 58-jährigen Salinek. Chasny auch mal gut gelaunt. Lafata nicht im Abseits, schön abgespielt und zack, da macht er ihn rein mit rechts. Der Kapitän, der 11-mal traf in der Liga, der in 5 Europa League-Spielen 5-mal traf. Übrigens auch auf Schalke zum 2:1 und er bleibt da gerecht. Er trifft gegen Schalke, er trifft gegen Dortmund. Der Ausgleich. Sie nutzen ihre dritte Chance. Tja, jetzt könnte man sagen, verdient ist das nicht vom Chancenverhältnis, aber es ist schon verdient, wer seine Chancen nutzt. Dann ist es eben doch verdient. David Lafata sehen wir bei der EM. Obwohl dann schon ja, auf Kurs 35. Ja, Jesus, seid ihr denn wahnsinnig? Ihr holt euch ein Schnüpfchen. Ja, was sind das denn für Brüder? Also, Schnüpfchen ist mal vorsichtig gesagt. Das schreit förmlich nach einer Lungenentzündung. Ja, da hinten sind jetzt ein paar Bengalos im Dortmunder Block. Der Stadionsprecher sagt, es schadet der Gesundheit. Da hat er sicher recht, das ist auch wirklich Unfug. Aber was die Prager Fans da in ihrem Fanblock machen, das schadet aber definitiv der Gesundheit. Mit nacktem Oberkörper bei minus 5 Grad hier in Essen. Okay, war chancenlos. Schuss von Lafata, stramm, präzise in die Ecke. Gut gemacht von den Tschechen. Konkret dem fast 35-jährigen Nationalspieler. Wo
Borussia Dortmund übrigens unverändert unterwegs in diesem zweiten Durchgang. Ich denke mal, so nach einer Stunde wird Thomas Tuchel aber sicher noch ein paar Wechsel vornehmen. Hat viele junge Leute auf der Bank, 4 U19-Spieler, die ja bei sowas auch mal die Gelegenheit kriegen sollen. Der Test ist ernst, aber die müssen jetzt nicht gerade über die vollen 90 gehen. Und das ist dann eben die Möglichkeit auch, die jungen Leute mal reinzuwerfen, ihnen Einsatzchancen zu geben. Hier sehen wir sie beim Warmmachen. Erik Durm, ja, der ist auch dabei. Noch ohne Saisoneinsatz für den BVB. Klar, verletzungsbedingt. Jetzt ist er dabei und arbeitet am Comeback. Schalke hat gestern seinen letzten Test in Bielefeld verloren, 0-1. Mal gucken, was die Dortmunder jetzt hier final zustande bringen. Erste Hälfte sah sehr gut aus und das sind auf jeden Fall schon mal wesentliche Eindrücke, die Tuchel mitnimmt. Abseits. Junge, Junge. Wir haben das gesagt, der Krejci kommt rein, soll für Druck auf links sorgen. Da war es kein Abseits. Ah doch, der war noch dran. Wenn er nicht eingreift, der Krejci beim ersten Pass nicht in Abseitsposition. Dortmunder stören jetzt früh und bissig und das hat man dann davon. Balleroberung, aber so schenkt man ihn auch schnell wieder her, konkret Sokratis. Wieder Abseitsstellung, wieder Lafata. Schon letzte Saison in Tschechien mit 20 Toren, einer der Top-Torschützen, 20 Tore in der Liga für Sparta. Ja, Winkmann greift durch. Zeichen setzen. Ja, das Wichtigste, dass möglichst alle unbeschadet hier aus diesen Spielen rausgehen. Matejowski gerade eben reingekommen. Mit dem Foul. Jetzt die Chance für die Dortmunder. Piszczek durchgestartet und dann geht er ein bisschen fahrlässig um mit der guten Schussposition. Mkhitaryan mit der Vorarbeit. Ja, und dann war so ein Mittelding zwischen Schuss und Zuspiel. Gündoğan, schlechtes Anspiel für Castro, aber Weigel ist wieder da, ganz präsent, sicher und ruhig holt er den Ball, schon cool. Ja, kein Foul an Castro, Schiedsrichter Winkmann stand direkt daneben und hat das richtig beurteilt. Und wieder Weigel, 20 Jahre jung. Festgespielt beim Tabellenzweiten in der Fußball-Bundesliga, international dabei. Den hat der Zorc als Perspektivspieler, verständlicherweise, dafür haben sie ihn geholt, vorgestellt. Und ein halbes Jahr später hat der 29 Pflichtspiele gespielt. Und nochmal wird
gehandelt als Kandidat bei Manchester City, wobei das Thema eigentlich schon wieder vom Tisch ist, weil er hat klar gesagt, das ist für mich kein Thema. Reus. Ja, gut gemacht von Reus. Und Piszczek zeigt sich erneut sehr offensiv ausgerichtet von Anfang an, jetzt hier in der zweiten Hälfte, aber richtig weit vorne. Rückt immer wieder diagonal rein auf seiner rechten Seite. Und Marco Reus freut sich auf Mönchengladbach. Am Samstag ist es das späte Spiel, 18.30 Uhr. Und das späte Spiel gibt es wie alle anderen vom Freitag und vom Samstag bei uns, bei PUR, am Sonntagmorgen. Natürlich Pflichtprogramm, nochmal die Nachlese, nochmal alles einatmen, bevor wir sie dann ab 11 Uhr mit dem Doppelpass bedienen. Bundesliga PUR, alle Highlights und jetzt schon ab 9.15 Uhr, also alles noch ein kleines bisschen ausführlicher und da dann natürlich auch das 18.30 Uhr Spiel Mönchengladbach gegen Dortmund. Und ab 11 Uhr dann begrüßt sie Thomas Helmer beim Volkswagen Doppelpass und zu Gast für kurze Kommentare Rainer Kallmund. Aber wir freuen uns auf ihn, ein Unikum im deutschen Fußball, auch wenn er schon mal ein bisschen ausholt. Es ist immer schön, ihm zuzuhören. Also, Sonntag zum Rückrundenstart gleich wieder die volle Breitseite für Sie ab 9.15 Uhr Bundesliga PUR, ab 11 Uhr der Volkswagen Doppelpass und ab 22.15 Uhr Bundesliga der Spieltag nochmal mit allen Zusammenfassungen der Erstligaspiele vom Wochenende. Aber so weit sind wir noch nicht. Dortmund spielt sich noch ein. Jetzt vielleicht die Chance für Reus und da ist gerade noch das lange Bein dazwischen. Konkret das von Zarustel. Neuzugang jetzt in der Winterpause bei den Pragern. Gündoğan. Sokratis. So, und jetzt werden wir gleich wechseln. Und zwar ordentlich beim BVB. Vier Mann stehen bereit. Nö, es sind fünf. Da hinten unterm Dach steht der Subotic auch nicht. Auch noch, konnte man nicht sehen, von hier oben. Also fünf Wechsel bei Borussia Dortmund. Wir gratulieren Matthias Ginter, dem Weltmeister, zum 22. Geburtstag. Happy Birthday. Er hat heute Geburtstag und jetzt darf er rein in dieses Spiel. Gemeinsam mit Subotic, mit Moritz Leitner, mit Erik Durm. Reus geht raus. Weigel geht raus. Castro geht raus. Piszczek geht raus und Sokratis geht raus. So, wen haben wir noch vergessen? Christian Pulisic, der junge Mann, ist mit dabei. Gündoğan geht auch noch raus. Also, Wechselfieber beim BVB. Die jungen Burschen bleiben bis auf Pulisic noch draußen. Da haben wir Christian Pulisic, 17 Jahre in Pennsylvania in den USA geboren, kroatischer Herkunft. Ist hochgerückt aus der U19. Die haben da gerade einen ganz starken Jahrgang beim BVB. Die sind mit der U17, also der B-Jugend, letztes Jahr deutscher Meister geworden. Und jetzt sind die ein Jahrgang höher und funktionieren auch sehr gut im U19-Jahrgang, also in der A-Jugend, früherer Begriff. Und sind da aktuell in ihrer Westliga-Tabellenführer. Und Pulisic war
war auch mit dabei in Dubai im Trainingslager und hat einmal getroffen beim 4-1 gegen Yeonbuk gegen den südkoreanischen Meister. Also der Nachwuchs rückt noch näher ran an die Profis. Erst trainieren sie mit ihnen und dann sporadisch Einsätze bei Testspielen, ob im Trainingslager oder hier. Ja, und dann irgendwann kommt das ganz große Abenteuer. Vielleicht Kurzeinsätze oder gar mehr bei den Profis. Park auf der linken Seite. Weigel ist noch da. Der lief einmal Richtung Außenlinie, aber dann kam der Gündogan noch. Dann haben wir also die 5 komplett. Weigel bleibt im Spiel bei Borussia Dortmund. Und da ist Moritz Leitner zum ersten Mal aktiv auf der linken Seite. Moritz, genannt Mo, der geborene Münchner. Wie viele Einsätze Saison in der Bundesliga? Keinen. 2 Einwechslungen über 10 Minuten in der Europa League. Das war's für den talentierten Münchner, der so, ja, nur schwer von einer Perspektive bei Borussia Dortmund reden kann. Also entweder gibt's da mehr Spielzeit oder irgendwann den Vereinswechsel. Der schon lange bei ihm im Raum steht. Seit vielen Monaten wird da gesprochen, war im Sommer auch schon ein Thema. Mal gucken, wie das Kapitel weitergeht. Transferfenster bis Ende Januar geöffnet. Ginter auf Aubameyang. Respekt. Wieder kommt er zur Schusschance in dieser 65. Minute. Angespielt von Matthias Ginter in seiner neuen Rolle im defensiven Mittelfeld. Und der Aubameyang braucht eben, ja, nur wenigste Chancen. Er hat in der zweiten Hälfte noch keinen richtigen Torschuss gehabt, aber den hier nimmt er und er setzt ihn makellos da oben in den Winkel. Afrikas frisch gebackener Fußballer des Jahres. Und nochmal, als erster Spieler der Bundesliga hat er das geschafft. Aubameyang. Tolles Tor von ihm. Vorarbeit von Matthias Ginter, der sich da irgendwas eingehandelt hat, war draußen zur Behandlung. Da haben wir das Geburtstagskind. Und ich habe das eben schon erwähnt. In der Vorbereitung hat er keineswegs rechts gespielt, wie über weite Teile in der Hinserie, sondern im defensiven Mittelfeld oder im Mittelfeld. Da haben wir diese Doppelrolle vor bzw. neben Weigel, eben gespielt von Gündogan und Castro, jetzt von Leitner und Matthias Ginter. Hier sehen wir Park. Wenn die linken Außenverteidiger, also die Stammleute wie Schmelzer und Dom fehlen, dann ist für Park Platz bei Borussia Dortmund. Aber eigentlich aus meiner Sicht nur die B-Besetzung.
Schmelzer nicht im Training, Sven Bender nicht im Training, beide verletzungsbedingt. Wobei Bender jetzt einsteigt ins Mannschaftstraining. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Trotzdem bleibt ein guter Kader auch in der Breite. Aubameyang. Der braucht seinen Auslauf da vorne. Rennt rum, als hätte es gerade hier begonnen. Dass der rausgenommen wird oder geschont wird, nö. Der will weiterspielen. Park. Mal etwas offensiver ausgerichtet, aber da bringt er eben nicht so viel auf den Zettel. Jetzt die Chance zum dritten und Mkhitaryan macht es, nachdem Leitner den Pfosten trifft. Mkhitaryan, pardon. Doch, Mkhitaryan kam von hinten aus der Tiefe, ist deswegen auch vorher nicht im Abseits gewesen. Reguläres Tor zum 3:1 für den BVB. Schauen wir hier, Leitner nicht im Abseits und jetzt kommt Mkhitaryan von hinten rangelaufen. Also alles regulär in dieser 68. Minute. Jetzt wird es auch auf dem Zettel noch ordentlich. Borussia Dortmund hatte in der ersten Hälfte die Partie schon gut im Griff. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Prager jetzt munter durchwechseln. Schauen Sie mal, Petr Jiracek im letzten Sommer vom HSV gekommen. 3,5 Jahre in der Bundesliga bei Wolfsburg und Hamburg. 66 Bundesligaspiele. Und jetzt ist er zurück in seiner Heimat, der tschechische Nationalspieler. Er will dann nochmal richtig reinackern und mit zur Europameisterschaft. Leitner drum da draußen auf der rechten Außenbahn, seitdem Tuchel durchgewechselt hat mit 5 Mann Neubesetzung. Er hat jetzt mal den Piszczek-Job übernommen. Subotic, logisch für Sokratis in der Innenverteidigung, neben Hummels. Hummels, Subotic, die uralte Innenverteidigung. Jahrelang unter Klopp das gesetzte Duo. Und jetzt ist Subotic hier am Ball rausgerutscht unter Tuchel. Pulisic, Christian Pulisic, und über die linke Seite, da sehen wir den 17-jährigen U17-Meister 2015. Tuchel sagt das und formuliert das bei den Jungs aber ganz deutlich: Wir haben keinerlei Erwartungshaltung, denn das Problem ist natürlich, wenn du in Dortmund als junger Spieler hochkommst zu den Profis,
dann stehen sie alle da im Trainingsgelände. Guck mal, noch so einer wie der Götze. Bloß den Druck rausnehmen. Die Jungs sollen sich entwickeln. Gilt hier für einige auch für Junioren-Nationalspieler Paslak, den wir vielleicht auch gleich noch sehen, der auch schon mit dabei war in den Testspielen. Ich schwöre es, ich habe ihn nicht gesehen, aber es war ja klar, wenn die Jungs hier mit im Kader sind, vor allem die, die auch in Dubai schon zum Einsatz kamen, die recht nah dran sind, dass sie auch kommen würden. Also da unten steht jetzt die Abteilung Jugend forscht beim BVB bereit. Es kommen dann auch die, die noch nicht mal mit in Dubai waren. Jetzt sehe ich da unten Larsen, Jakob Larsen, junger Norweger aus der U19. Und das ist auch cool. Für die ist das ein besonderes Erlebnis, jetzt hier den nächsten kleinen Schritt zu machen, am Profikader zu schnuppern und wirklich reinzukommen. Wechsel nochmal. Wir sehen es. Und nun geht's also los mit Felix Paslak. Er geht vorne ran, noch darf nicht gewechselt werden. Spielen wir den noch zu Ende mit Leitner. Subotic. Nur der arme Weidenfeller muss draußen sitzen und frieren. Da sitzt er. Pulisic. Sehr dynamisch auf seiner Seite. Der letzte Pass kommt da nicht an. So den Aubameyang. Auch wenn er da noch fröhlich rumflitzt, den wird er jetzt wahrscheinlich auch rausnehmen. Kein Risiko in so einem Testspiel. Mkhitaryan, der kleine Haken, zeigt nochmal schnell sein technisches Repertoire. Park. Ich denke mir, da kommt mit Stenzel ein junger rechter Außenverteidiger. Der Durm spielt da hinten rechts, also Park. Tipp ich mal, geht raus, dann geht der Dom nach links, wo er eigentlich hingehört, und der Stenzel nach rechts, wo er auch hingehört. Also wenn die noch rein dürfen im Laufe dieses Fußballabends, weil jetzt stehen sie schon 3 Minütchen da unten rum, bei lausiger Kälte, scharren mit den Hufen. Brauchen eine Spielunterbrechung. Und sie danken an dieser Stelle Schiedsrichter Guido Winkmann, der faul gepfiffen hat. Und jetzt ist es soweit. Hier vorne, das ist Felix Paslak, 17-jähriger Junioren-Nationalspieler. Teil dieser U17-Meistermannschaft, die im vergangenen Sommer, also als B-Jugend, das Endspiel in Stuttgart gegen den VfB Stuttgart mit 4:0 gewonnen hat. Paslak traf. Serra ist ein Stürmer. Hier die 34, auch aus der U19. Jo, Stürmer für Stürmer. Ja, er hier hat noch die etwas bessere Quote als Serra. Aber kann er noch werden. Er geht jetzt vorne rein. Der lange Mann, der eigentlich Innenverteidiger war, gelernter Innenverteidiger, den sie in Dortmund umfunktioniert haben, zum Mittelstürmer. 17 Jahre jung, 10 Tore in der U19 Bundesliga, genauso wie sein offensiver Mittelfeldkollege Stefan Paslak. Der variabel spielen kann auf der linken Seite. Aha, guck an, hat Tuchel dann doch anders gewechselt, so wie im Trainingslager. Felix Paslak, der Junioren-Nationalspieler, Kapitän der Junioren-Nationalmannschaft, hier sehen wir den 17-Jährigen im Bild, ist also eine Option für die linke Seite. Dabei egal, ob links hinten oder auch, was er eher spielt in der U19, nämlich links vorne. Aber jetzt hat er ihn links hinten für Park als Außenverteidiger gebracht. Doben bleibt
rechts und erledigt da seinen Job. Also einige neue Gesichter. Pascal Stenzel, eigentlich ein Backup für den rechten Außenverteidiger, hat den Weigel-Job zentral vor der Abwehr übernommen. Ja, Tuchel testet. Ja, dafür sind solche Spiele. Der Stenzel, 19 Jahre, eine Option für rechts hinten, für die Innenverteidigung und wie wir sehen auch für das zentrale defensive Mittelfeld. U20 Nationalspieler, langfristig gebunden an den BVB bis 2019. Subotic wird für den BVB Dom im Zusammenspiel mit Stenzel. Moritz Leitner, plötzlich ist er Führungsspieler in der Truppe, die hier auf dem Feld steht. Tuchel lässt hier die Kaderbreite, die aktuelle, die ihm zur Verfügung steht, auflaufen. Wie gesagt, Schmelzer und Sven Bender fehlen verletzt. Ansonsten sind alle dabei. Kagawa fehlt heute, wird geschont. Aber den gibt es noch als Option. Und wie im Vorlauf besprochen, möglicherweise bald dabei. Und das wäre eine Verstärkung. Yunus Malli, nachdem Philipp Hofmann gab es auch bei Schalke 04, Stürmer. Jonas Hofmann für 7 Millionen nach Gladbach ging, nachdem Adnan Januzaj zurückging zu Manchester United. Hält sich nun das Gerücht, dass Mainz und Dortmund kurz vor der Einigung sind, dass Yunus Malli, der in Kassel geborene Deutsch-Türke, wechselt für angebliche 13 Millionen Euro von Mainz 05 zu Borussia Dortmund. Das ist natürlich ein Spielertyp, der sich toll entwickelt hat in den letzten anderthalb Jahren in Mainz und der Wiener 1 zum BVB passen würde mit seiner Quirligkeit, Dynamik, Abschlussqualität, die er sehr gesteigert hat. Nochmal in der Hinserie, tolle Quote, 8 Tore in der Halbserie. Mal gucken, ob wir da in den nächsten Tagen Vollzug erfahren. Yunus Malli, der türkische Nationalspieler, seit November ist er das. Vor dem Wechsel zum BVB, so heißt es. Da ist Felix Paslak. Der war schon mit 16 mit dabei, bei den Profis im Trainingslager zumindest. Schubser gegen Leitner, Vorteil. Ginter mit Übersicht für Dom. Leitner. Und da ist Stenzel. Tuchel also in den Testspielen, dann bei den Einsatzzeiten für den 19-Jährigen alles probiert. Gegen Frankfurt hat er die zweite Halbzeit Außenverteidiger gespielt, gegen den südkoreanischen Meister dann die zweite Halbzeit Innenverteidiger und heute hier gegen Prag kommt dann noch der Job im defensiven Mittelfeld für ja, eine runde Viertelstunde dazu. Ist ja nur Schnupperkurs. Hinterlässt einen guten, fidelen Eindruck in diesen wenigen Minuten. Paslak. Und
tut's leid. 10 Minuten, 10 Saisonminuten in der UEFA Europa League. Das war's dann. In 4 Tagen geht's weiter in der Liga für Borussia Dortmund. Auftakt bei Mönchengladbach, haben wir angesprochen. Am 9. Februar dann der zweite Wettbewerb, Viertelfinale im DFB-Pokal in Stuttgart. Kurz vor Weihnachten ja der Erfolg 2:0 in Augsburg. Musste man in diesen Tagen auch erstmal schaffen, die Augsburger ja plötzlich nach dem desaströsen Saisonbeginn super stabil in den 5 Spieltagen vor Weihnachten. So, und dann kommt die UEFA Europa League. Zu sehen bei uns am 18. Februar das Hinspiel und am 25. Februar, nur eine Woche später, das Rückspiel. Zwischenrunde, 16. Finale gegen den portugiesischen Vertreter, den FC Porto. Da haben sie ein dickes Los gezogen. Das wird eine schwere Aufgabe. Erst zu Hause am 18. Februar und dann das Rückspiel am 25. Februar in der UEFA Europa League. Zu sehen bei uns auch der Auftritt von Bayer Leverkusen gegen Sporting Lissabon, den portugiesischen Tabellenführer. Schalkes Spiel zunächst am 18. Februar bei Schachtjor Donetsk und dann das Rückspiel. Den Vorteil haben sie eben als Gruppensieger aus der Gruppenphase. Die Schalker gegen Donetsk eine Woche später. Und unser Live-Spiel am Hinrundenspieltag am 18. Februar. Wir freuen uns auf den FC Augsburg, der es so spektakulär geschafft hat, in diese Zwischenrunde einzuziehen mit dem Sieg in Belgrad. Und sie haben das traumlos gezogen. Ihr 7. Europacup-Spiel ihrer Vereinsgeschichte ist ein Heimspiel gegen die Reds, gegen die Jungs von der Anfield Road. Klopp is coming home in die Bundesliga. Das Spiel gegen den Bundesligist, gegen den FC Augsburg. Also in Augsburg, das können Sie mir glauben, dass das schnell ausverkauft war. Am 18. Februar live bei uns die anderen 3 Spiele in den ausführlichen Zusammenfassungen. Jürgen Klopps Comeback in Deutschland mit dem FC Liverpool zu Gast beim FC Augsburg. Seien Sie dabei am 18. Februar. Die große Show ab 19 Uhr. Krejci versucht es nochmal über die Außenposition. Hat für Tempo gesorgt zu Beginn der zweiten Hälfte, aber dann hat Tuchels Mannschaft wieder zurückgeschlagen durch Aubameyang und durch Mkhitaryan. 3-1, er wird zufrieden sein, kann er auch, war eine ordentliche Leistung gegen einen Gegner, der schon eine ordentliche Qualität mit sich bringt, der in den Gruppenspielen der Europa League gegen Schalke 2-mal unentschieden spielte. So, und das war dann die Vorbereitung. 9 Tage Dubai mit 2 Tests. Das hier zur Abrundung. Und nun wird's wieder ernst. Die beste Offensive der Bundesliga-Hinrunde mit 47 Treffern hat gegen die beste Abwehr des tschechischen Liga-Fußballs hier viele Chancen erarbeitet, 3 Tore erzielt, also das hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Borussia Mönchengladbach sollte trotz des Erfolges der Hinrunde gewarnt sein vor diesem BVB und glauben Sie es mir, die werden gut informiert sein und wissen, wer da kommt. Aber die eigene Euphorie eben mitnehmen. Sind wir auch gespannt auf André Schubert und seine 2. Halbserie als Nachfolger von Lucien Favre in Mönchengladbach. Spektakulär, was sich da getan hat in der Hinserie. Erst dieser Katastrophenstart, dann der Trainerwechsel mit dem Interimstrainer André Schubert, der sicher nur für eine Phase übernehmen sollte. Und plötzlich wurde allen immer klarer, Mensch, das passt doch besser, als alle gedacht haben.
Jetzt Paslak. Paslak mit gutem Auge. Das war die Chance für Jakob Brün Larsen, den jungen Norweger Mittelfeldspieler der U19-Junioren. Also fast eine Co-Produktion der U19-Spieler. Subotic. So, die letzten drei Minuten sind angebrochen. Dortmund führt 3:1 und hat hier ein gutes Spiel gezeigt. Bürki wenig gefordert. Zweimal in der ersten Hälfte, da war er sicher und schnell unten, hat gut gehalten. Beim Gegentor war der Schuss zu scharf, zu präzise und er war machtlos. Ansonsten ein entspannter Abend für den Schweizer, es sei denn, da kommt jetzt hinten raus noch was. Park, ja, zurückhaltend als linker Außenverteidiger, recht wenig zu sehen. Piszczek anders, sein Pendant auf der rechten Seite, hat einen starken, sehr offensiven Eindruck hinterlassen. Über die ersten 60, 70 Minuten, bis dann das Wechseln anfing. Hummels und Sokratis, ja, die haben nur einmal den Laden nicht dicht bekommen. Da sagen wir insgesamt im Spiel dreimal. Zweimal in der ersten Hälfte Chancen zugelassen. Eine dritte Chance in der zweiten Hälfte, die dann Lafata im Zentrum ausgenutzt hat. Also, sie haben was zugelassen, aber ganz ohne gegnerische Chance geht es dann auch nicht. Kann man aber zumindest dran arbeiten. Weigel bestätigt den Trend der letzten vielen Monate. Ruhig, solide, präsent. Castro, ordentliche Leistung. Gündoğan, eine gute, besonders als Vorbereiter zum 1:0 für Pierre-Emerick Aubameyang. Mkhitaryan heute relativ zurückhaltend. Reus spritzig, macht einen fitten Eindruck, kann noch mehr kommen. Ja, und Aubameyang, sagen wir es mal so, er hat Talent. Er war da, logisch, als man ihn brauchte. Wenn der den Ball kriegt, dann rappelt's. Zwei wunderbare Tore vom Gabuna. Wir freuen uns auf die Rückrunde und die Auftritte von Afrikas Fußballer des Jahres. Pierre-Emerick Aubameyang, also er heute wieder, wie man ihn kennt, zwei hochkarätige Chancen und beide hat er gnadenlos genutzt. Einen hat er noch an die Latte gesetzt, hat er den Torwart ausgeguckt, fast getroffen. Ein Wahnsinnsspieler, den Borussia Dortmund da im Sturmzentrum hat. Ramos heute nicht im Kader, das wäre dann der zweite, der unverletzt heute nicht dabei ist. Kagawa nicht dabei. Und Ramos, ja, da halten sich ja immer wieder Gerüchte, dass er doch noch wechselt. Es gab ein Angebot aus Peking, das hat er abgelehnt. Mal schauen, ob er die Dortmunder vielleicht doch noch in der Winterpause verletzt. Voraussetzung dafür wäre, dass sie eine gute Alternative als Backup für Aubameyang finden. Und die muss man erstmal finden. Dortmund gewinnt gegen Sparta Prag sehr verdient und souverän mit 3:1. Kurze Werbepause und dann gibt es noch ein Interview unten mit Laura Bottora. Bis gleich. Mit dem Geburtstagskind ein herzliches Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Matthias Ginter. 22 ist er geworden. Und ich habe das eben beobachtet, am Geburtstag bekommt man ja eigentlich Geschenke. Am Matthias Ginter verteilt Geschenke, noch das Trikot hergeschenkt. Sehr ehrenswert. Dann schauen wir schnell aufs Spiel. 3:1 gewonnen, damit alle Testspiele gewonnen in der Vorbereitung. Wie gut ist Borussia Dortmund aufgestellt für die Rückrunde? Ja, wir haben sehr, sehr hart gearbeitet in Dubai und sind, glaube ich, sehr, also die ersten 1,5 Wochen sehr im athletischen Bereich tätig geworden und jetzt mit den drei Pflichtspielsiegen fühlt sich natürlich besser an, wieder Bundesliga zu spielen.
Aubameyang heute 2 Tore gemacht. Ist ja ein Mann der großen Worte. Hat gesagt, ich bin mir sicher, die Bayern, die verteidigen ihren Meisterschaftstitel gar nicht. Kann der BVB nochmal angreifen da oben? Ja, das wird natürlich schwierig, wenn Bayern wieder so eine Hinrunde, so eine Rückrunde spielt wie in der Hinrunde. Wir wollen einfach wieder die Sieger aneinander reihen, so viel wie möglich natürlich. Und ja, wenn es geht, so früh wie möglich den zweiten Platz sicher machen. Und dann wird man sehen. Aber ich glaube, das wäre jetzt der falsche Weg, jetzt von der Meisterschaft zu reden. Step by step, hat der Trainer vorhin gesagt. Und jetzt geht es ja auch erstmal am Samstag dann gegen Gladbach. Spätes Spiel in Gladbach. Worauf wird es da ankommen? Ja, Gladbach hat jetzt auch gegen Ende der Rückrunde einen richtigen Lauf gehabt. Wir wissen, dass sie eine sehr, sehr gute Mannschaft sind. Klar, dass es gerade auch auswärts im Borussia-Park sehr schwer werden wird. Aber wir haben schon oft genug gezeigt, dass wir auch gerade in der Hinrunde, dass wir auch gegen solche Mannschaften bestehen können. Und das versuchen wir natürlich auch. Matthias Ginter, genießen Sie noch Ihren Ehrentag und dann eine gute und erfolgreiche Rückrunde. Herzlichen Dank. Wir verabschieden